Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Es ist Dienstag, der 24. Oktober. Mein Name ist Anna Bruder und ich habe heute zwei nette Herren, die mir zugeschaltet sind. Einmal mein Kollege Lars Wichert. Moin Lars. Moin Anna, hi. Und einmal Jan Stratmann, der neue, frisch gebackene Ironman. Hi Jan. Guten Morgen, hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit dabei bist. Wir wollen einmal so ein bisschen über deine Langdistanz-Premiere sprechen, wie es dir in Portugal ergangen ist. Ja, bis zum, oder sagen wir von den, wie viele Rennen schon waren es? Acht, knapp über acht, waren 6 Stunden 15 sehr, sehr schön. Und die letzten, ich würde sagen, so 1 Stunde 45 waren dann nicht mehr so wie geplant, würde ich mal so sagen. Erstmal da kommen so wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf. Einmal der Vollständigkeit halber. Den Anspruch haben wir ja auf jeden Fall. Peter Emmerich hat gewonnen vor Dylan McNean und Antonio Lopez. Bei den Frauen hat auch eine Debütantin gewonnen. Also was heißt auch, du hast leider nicht gewonnen, aber bei den Frauen schon mit Marjolaine Pierre. Anne Reischmann hat sich den Slot gesichert auf Platz 2 und dritte wurde Olivia Mitchell. Ja, Jan, erzähl einfach mal von vorne bis hinten gerne, wie es dir ergangen ist. Ja, erstmal muss man sagen, wir hatten ja gerade schon, wie es ausgesprochen wird, Cascais ist ein sehr schöner Ort. Das Streckenprofil hat irgendwie so alles hergegeben. Es waren teilweise sehr seichtes Schwimmen, wenn man dann rausgeschwommen ist, ein sehr welliges Schwimmen. Ich meine, nicht weit entfernt sind ja auch die höchsten Wellen der Welt. Das verlief so, wie ich es mir vorgestellt habe, relativ unspektakulär und ich habe mich an meinem Rennplan gehalten. Ich wollte mit dem Josh mitschwimmen, das hat gut geklappt. Das Tempo war nicht hoch, oder nicht zu hoch. Die Schwimmzeit am Ende war sehr schnell. Ob das jetzt stimmt oder nicht, kann man ja immer schwierig sagen. Natürlich waren es 3,86 Kilometer. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wobei ihr nicht so schnell wart wie die Age Grouper in Kalifornien. War die noch schneller? Ja, ja, da wird aber mit Strömung geschwommen. Ich glaube, da war jetzt der schnellste Age Grouper irgendwas um die 38 Minuten. Also. Ja. Damit ist irgendwie unrealistisch. Nee, auf jeden Fall, das war gut. Und ich hatte auch dann irgendwann gesehen, ich hatte auch ein, zwei Mal überlegt, ob ich vielleicht nochmal versuche, aufs Tempo zu drücken. Aber ich gedacht, da halte ich lieber die Füße still und habe auch gesehen, dass wir eine Lücken gerissen haben. Deshalb mag ich ja Schwimmen im Meer, wo man halt so ein bisschen mehr noch die gegeben, also so ein bisschen Wellen hat, lieber, weil dann es halt für die Leute, die sich normalerweise irgendwie festbeißen können an den Füßen, schwieriger ist. Und also war es für mich eine super Ausgangssituation. Wir sind aufs Rad. Der Josh konnte relativ schnell nicht mehr mitfahren. Da war ich noch mit dem Joshua Lewis, der war ja Fünfter bei der 73 WM. Mhm. Waren wir erstmal zu zweit. Und er hat direkt aufs Tempo gedrückt und ich habe so gedacht, ja, beim Ironman fängt man halt erstmal, fährt man nicht direkt mit 350 Watt in den ersten Anstieg rein, aber scheinbar schon. Und was mich dann gewundert hat, ist, dass so nach 20 Kilometern waren das, glaube ich, ungefähr, Peter Hemmerich und Thor Bendix Madsen aufgefahren sind und wir sind wirklich hart in den Berg reingefahren. Keine Ahnung, was sie abgefackelt haben auf den ersten 20 Kilometern. Und dann, es war noch sehr, sehr nass in den Bergen. Und uns wurde vorher gesagt, wenn wir links fahren, müssen wir rechts überholen auf der linken Straßenseite. Und wenn wir auf der rechten Straßenseite fahren, müssen wir links überholen. Ich habe mich beim Briefing noch beschwert und gesagt, das klappt niemals. Wir haben 4000 Age-Grouper auf der Strecke. Und hat auch nicht geklappt. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Klingt auf jeden Fall ein bisschen nach Harakiri. Ja, ja. Und in der ersten Runde hatten wir noch unsere Ruhe, dann sind wir irgendwann, waren wir halt eine 4-Mann-Gruppe, haben uns gut abgewechselt und das ging jetzt dann erstmal bis Kilometer 90 so. Haben auch gesehen, dass wir immer mehr Vorsprung zu der Gruppe dahinter rausgefahren haben, da waren ja, wusste ich ja, einige starke Läufer unter anderem Patrick und halt auch die beiden, die letztlich auf dem Podium waren, die hatte ich auf jeden Fall auf dem Schirm, dass man mit denen nicht unbedingt auf die Laufstrecke will und so viel Zeit rausfährt wie möglich. Mhm. In der ersten Runde habe ich noch so gedacht, so nach zwischen Kilometer 60 und 90, boah, die Beine sind jetzt schon ein bisschen, also haben sich nicht so gut angefühlt und auch mein Rücken. Und dann aber in der zweiten Runde ging es, also es wurde immer besser. Also mir wurde gesagt, ja, irgendwann kannst du einen Hänger haben, aber den hatte ich irgendwie nicht. Es wurde eigentlich so, das Muskelgefühl und auch die Müdigkeit kam irgendwie nie, zumindest beim Radfahren.
Und dann habe ich in der zweiten Runde irgendwann, nachdem der Tor weggefahren ist, auch das Zepter in die Hand genommen und versucht halt so viel Zeit nochmal rauszufahren nach hinten und den Abstand nach vorne zum Tor Bendix Madsen wieder zu verkürzen. Der wieder meinte an dem Anstieg in die zweite Runde rein, keine Ahnung, wie schnell der da hochgefahren ist, also auf jeden Fall viel zu hart für mich. Und ja, wir sind dann ja zu zweit auf Position 2 und 3. Ja, Joshua und ich glaube, eine Minute ungefähr hinterm Tor in die zweite Wechselzone gekommen. Mit einem doch sehr ordentlichen Vorsprung auf die nächsten Verfolger. Ich habe Peter hat irgendwie nochmal 4 Minuten verloren. Ich weiß es gar nicht so genau. Und die Gruppe von Patrick wurde mir immer durchgesagt zwischen 6 und 7 Minuten. Und ja, dann ist nochmal das große Thema. Das haben mir vorher andere Profis noch so gesagt. Man kann auf dem Rad pinkeln, ich kann es nicht. Deshalb muss ich auf Klo abbiegen. Das wollte ich Und einen Profi dann. schon immer mal fragen, wie das läuft. Ich habe beim Ironman Ja, ich. Frankfurt dann irgendwann einfach angehalten, weil ich es auch nicht hingekriegt habe. Ich habe es mir aber fest vorgenommen, dass ich Ja, ich einfach auch. laufen lasse, aber es hat nicht geklappt und ich weiß auch nicht, wie es funktionieren soll. Ich auch nicht. Und deshalb war ich kurz auf, aber das hat ja nur 20 Sekunden oder so gedauert. Und Ja. dann bin ich auf die Laufstrecke gegangen und ich habe mich echt gut gefühlt. Auch so das Loslaufen hat sich gut angefühlt. Ich war nicht sonderlich kaputt und es war alles sehr kontrolliert. Die ersten 10 Kilometer. Ich habe halt gemerkt, dass dann irgendwann mein Magen angefangen hat zu brennen, so im Oberbauch. So nach 15. Habe auch die Verpflegungsstrategie, so wie wir sie geplant haben, eigentlich gut umsetzen können, die Kohlenhydrate aufnehmen können. Nur dann habe ich gemerkt, dass der Magen so relativ plötzlich relativ schlecht wurde. Ich wusste halt, dass es sein kann, dass ich den doll, also ich werde den ja sowieso doll ärgern und die letzten Wochen und auch in den Tagen vor dem Rennen war der gar nicht gut. Und dann ist es natürlich in so einer Ausbelastung oder in so einer Extrembelastung, bricht es halt, oder die Gefahr war da, dass es wieder aufbricht. Und ja, dann kurz nach dem Halbmarathon habe ich mir jegliche Flüssigkeit nochmal wieder hochgeholt und konnte dann auch nichts mehr aufnehmen. Und dann, ja, dann wird man natürlich, nämlich wie so vor eine Wand gelaufen, weil da hast du nichts mehr im Körper. Und ich habe dann von den zweiten Halbmarathon ohne Wasser und ohne jegliche Kohlenhydrate absolviert. Und das geht halt nicht so lange gut, mit einem Nee. hohen Tempo zumindest. Und ja, das Wie war war denn da natürlich vorher ärgerlich. die Strategie geplant, also sowohl beim Pacing auf dem Rad als dann auch beim Laufen mit Kohlenhydraten, Tempo, Leistung und so weiter? Ich könnte jetzt sagen, Björn hat gesagt, mach mal, aber nein, das stimmt natürlich so nicht. Wir wussten, dass ich vorne mitschwimmen kann. Also das wusste ich auch. Und das mit dem Selbstvertrauen bin ich ins Rennen reingegangen. Und ich war mir auch relativ sicher, dass ich mit meiner Radform da fit mitfahren kann. Und das war auch der Plan, dass ich versuche halt vorne vom Rad mitzusteigen und einfach mitgehe. Und dann beim Laufen so richtige Pace-Vorgaben haben wir nicht gemacht, aber ich sollte mir halt in den Rhythmus reinkommen, mich aufs Verpflegen konzentrieren. Und das habe ich auch gemacht. Und habe auch die Kohlenhydrate, die ich aufnehmen wollte, aufgenommen. Aber ja, ist das schwierig vorhersehbar, was dann halt in Stunde 6, 7 und 8 passiert. Ja. Und ich denke mal, dass der Magen dann wieder übersäuert ist oder irgendwie nichts mehr aufnehmen konnte, so wie ich es die letzten Wochen auch eigentlich dauerhaft hatte. Und ja, dann ist es natürlich super ärgerlich. Man führt so ein Rennen dann irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Kilometer, 15, 20 Kilometer lang an. Es war natürlich ein mega cooles Gefühl und irgendwie hat sich auch alles super kontrolliert angefühlt, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann halt nicht mehr so war. Das war an einer Verpflegungsstelle, habe ich nochmal Wasser getrunken und auf einmal, ja, kam dann alles raus und dann war auch so, als hätte einer den Stecker gezogen. Weil dann haben die Muskeln zugemacht. Jedes Mal, wenn ich Schluck Wasser, das kam wieder raus und ja, das ist natürlich, das tat dann irgendwie total weh, auch in dem Moment. Und ich habe aber nie daran gedacht, irgendwie, zum Beispiel so, gehen war schlimmer als laufen, weil da ich irgendwie so Kreislaufprobleme bekommen, ist mir schwarz vor Augen geworden. Habe ich mal so langsam gejoggt. Und ja, aber irgendwie jetzt im Nachhinein ist so, wusste ich nicht, wie ich mich fühlen soll, aber ich glaube, ich kann mir nichts vorwerfen, weil ich habe es versucht. Es hätte auch klappen können. Und es hat mega Bock gemacht. Also auch mit den 2 Stunden Leiden, sage ich mal, also doll leiden, war es so, oder anderthalb oder was auch immer,
ich habe irgendwie das Gefühl im Rennen gehabt, schon auf dem Rad, so ich bin angekommen. Das war ganz komisch. Und mir hat es riesen Spaß gemacht. Und das hatte ich auch, so ein Gefühl hatte ich auch vermittelt, das dann zum Beispiel noch nie, weil vielleicht die Intensität dann nochmal ein bisschen höher ist. Und jetzt bin ich auf, ich habe mega Bock, das im nächsten Jahr richtig zu stellen und das Ding mal durchzubringen. Ich glaube, da fehlt auch gar nicht mehr so viel. Das sind halt, ich habe unglaublich viel gelernt und ja, bin gespannt dann, was jetzt die Zukunft dann bringt. Wir hatten ja auch, habe auch gesagt, nicht so eine richtige Vorbereitung. Wir haben nochmal 4 Wochen nach Lahti und Zell am See trainiert, aber im Prinzip nur nochmal, also im Training hat sich eigentlich nichts mehr verändert. Wir hatten ja auch nicht die Zeit, da irgendwie großartig noch was anderes zu machen. Jetzt weißt du ja auf jeden Fall, was nach der Halbmarathon-Marke kommt, was du ja vorher nicht so wusstest. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, als ich vor der ersten Langdistanz war, genauso wie du warst, dann so, ich hatte auch keinen Marathon, auch irgendwie einen Lauf von knapp 30 Kilometern als längstes und dann ist ja schon so die Sache, dass es immer thematisiert wird, ja, danach wird es extrem hart und ja, hier und da, das ist ja eigentlich nicht ganz so, wie es quasi so ein Leistungssportler lebt, weil du gehst ja eigentlich die ganze Zeit so mit diesem positiven Gedanken um und stellst dir ja immer vor, dass du es schaffst und dann wird das immer so ein bisschen thematisiert, dass es ab dem Zeitpunkt so richtig hart wird und so. Glaubst du, dass es eventuell auch so ein bisschen damit dann zusammengespielt hat, als dann, sag ich mal, die Verpflegung nicht mehr ganz so ankam, dass dann so der Punkt war, so, oh fuck, jetzt muss es wirklich hart werden? Oder warst du da weiterhin vom ja, Mindset so, dass du gedacht hast, okay, ich kann das hier trotzdem immer noch durchlaufen oder so und dann kam wirklich so das Magenproblem? Das war ganz komisch im Rennen. Also von Anfang an, ich war so, also ich habe es dann wieder so zum Rennen hingekriegt. Davor war es vielleicht nicht immer so, aber ich war so bei mir und so konzentriert eigentlich auf das, was ich da gerade mache, bis zum Halbmarathon, sage ich, dass ich nie daran gedacht habe, dass jetzt irgendwann irgendwas hart wird, sondern ich habe einfach so einen Moment gedacht, verpflicht dich, trinken, essen, nächste Verpflegungsstelle. Dann war ja auch auf der zweiten Runde super viele Age-Grouper. Da musste man mal gucken, dass man keinen Unfall baut und auf welcher Straßenseite man jetzt fährt. Das war nur noch Slalom. Und dann war das war einfach so ein Konzentrationsding und das ist, habe ich auch noch nicht so oft geschafft, dass ich so sehr in dem Moment gelebt habe quasi und auch beim Loslaufen, ich habe so sehr mich auf die Worte von meinem Trainer und so weiter konzentriert, dass ich alle Sachen, die man so machen sollte, Hausaufgaben dann halt macht, auch von meiner Frau von außen, die Ansagen mit den Abständen und habe dann immer wieder auf die Uhr geguckt, welche Pace ich laufe und versucht, mich da hochzuziehen. Das war irgendwie nie ein motivationales Problem. Und dann ging es ja, wie ich ja gesagt habe, super schnell, dass ich so eigentlich quasi mit dem Punkt, wo ich mich übergeben musste, ging dann gar nichts mehr. Also da war auch nicht so dieses hättest du, könntest du. Das war nur noch quasi dann ins Ziel kommen. Ich habe auch dann irgendwie so, dann ist man ja in so einem komischen Zustand gesagt, ich werde hier Letzter und so eine Kacke. Ja, und dann von dem Moment ist dann quasi die ganze Zielsetzung, das Ding jetzt hier zu gewinnen, weg, sondern da willst du einfach nur noch lebend ins Ziel kommen. Und das war dann auch so da habe ich mich schon so wie der Geschlagene gefühlt, wie so ein geprügelter Hund quasi auf den letzten Kilometern. Und habe mich da einfach ins Ziel gekämpft und ja, war dann so, habe ich gesagt, so, das war jetzt das Resultat der ersten Langdistanz, aber ich würde es, glaube ich, wieder so machen. Und würdest du sagen, dass du lieber der Gejagte oder der Jäger bist? Also, weil so das Setup, wenn du da vorne läufst, ist ja schon so, oh fuck, ey, jetzt irgendwie mein Split ist ein bisschen langsamer, hoffentlich sind die hinter mir nicht schneller oder so. Und anders bist du so derjenige, so, oh, vielleicht hole ich auf oder so, dass es so ein ganz anderes Gefühl ist. Das war auch lustig. Irgendwie hatte ich gar nicht daran gedacht. Ich habe halt die Rückstände immer auf diesen gesehen. Und das war halt, das ist ja bis zu dem Punkt, wo es nicht mehr ging quasi, war es ja, haben die ja kaum aufgeholt, außer Peter, Peter war der Einzige, der ein paar Sekunden rausgeholt hatte, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Und sonst sind die Abstände ja eher größer oder gleich geworden oder gleich geblieben, tendenziell. Und deswegen war das eigentlich, ich fand es einfach total cool, die Situation. Und habe gar nicht darüber nach, also habe mich nicht so gehetzt gefühlt so von hinten, sondern wollte einfach so mich auf mich konzentrieren. Ich habe immer die 5-Kilometer-Zeiten rausgestoppt und wollte die relativ konstant halten und mich aufs Verpflegen konzentrieren. Die Strecke war ja auch sehr voll, das heißt, man musste auch einfach gucken, dass man, also das hat einen gut abgelenkt, weil man Slalom laufen musste, gucken musste, dass man überhaupt an die Verpflegung stellen kann, weil ich glaube so,
die Hälfte der Verpflegungsstellen konnte ich gar nicht anlaufen, weil da so viele 70-3-Athleten dann noch auf der Strecke waren, die sich dann hingestellt haben an die Wasserstellen. Und du kommst halt mit einem höheren Tempo da an und du willst dann jetzt nicht stehen bleiben. Dass viele Verpflegungsstellen auch einfach, ja, schwierig waren, da was zu greifen. Und ja, aber wie gesagt, dann geht so in dem Moment, wo es dann schlecht ging, dann kam die auch, dann, ich bin dann ja auch stehen geblieben, also wenn ich mich übergeben habe und ja, dann war das ganz schnell. Das war quasi so zwei Geschichten von dem Marathon. Aber gab es ja, nur einen Moment, in dem du wusstest, dass es hart wird, oder war der dann quasi einfach da? Und der war einfach da. Stellt er sich die Frage gar nicht mehr. Exakt. Das war nicht so. Ich wusste, dass es hart wird. Ja, natürlich merkst du irgendwie schon bei Kilometer 15, 18, dass du gerade schon ganz schön viele Rennstunden in den Beinen hast, dass die Muskulatur ein bisschen schwerer wird und dass der Körper schon viel gearbeitet hat, aber irgendwie war das gar nicht so sehr. Das war einfach so, das System hat auf einmal aufgegeben, würde ich sagen. Und das war dann kurz und schmerzlos, was der Körper mir dann signalisiert hat. Inwiefern hast du muskulär einen Unterschied gemerkt, gerade so auf dem Marathon? Ja, dass ich auf einer Halbdistanz war das muskuläre eigentlich, glaube ich, ja, doch, war auch bei der 73-WM und Ding, aber anders halt, so eine brutale Muskelermüdung in den Oberschenkeln kam halt dann irgendwann auch. Das hing wahrscheinlich auch noch erschwerend damit zusammen, dass ich dann irgendwann keine Energie mehr aufnehmen konnte, aber ja, die Beine wären halt einfach brutal schwer, als hätte sie Betonklötze dran, ne? Und das hatte ich halt auch noch nicht. Und die sind auch immer noch so schwer. Ja. und jetzt habe ich gefühlt, auch die Müdigkeit kickt jetzt auch so richtig erst. Und ja, das ist schon ganz anders. Dann du, das ist gar nicht so das Problem. Du denkst, ich meine, der Puls ist ja nicht hoch bei so einem Marathon noch. Ich habe mal geguckt, ist immer handgemessen, aber du bist ja systemisch nicht am Limit, du bist einfach so, genau, wie gesagt, muskulär und energetisch, das ist halt ein anderes Leiden. Ja. Ganz anders. So bei einem 70-3 würde ich, das haben ja immer alle gesagt, so 70-3 ist mehr an der olympischen Distanz dran, würde ich auch so unterschreiben. Es ist halt, auch wenn du ITU geraced bist auf der olympischen Distanz, das ist sehr, sehr nah dran an dem 70-3, auch mit, gerade heutzutage von der Dynamik. Und Ironman ist dann halt auch nochmal echt was ganz anderes, auch so, sind andere Schmerzen, anderes Leiden. Und gefühlt dann teilweise auch ein anderer Sport. Ja. Was gehört denn deiner Meinung nach dazu, um eine 70-3-Leistung auf die Langdistanz übertragen zu können? Also jetzt bei den Frauen, Marjolaine Perret, der ist es ja super gut gelungen offensichtlich. Die ist auf der 70-3-Distanz mega stark und jetzt Langdistanz offensichtlich auch. Bei ihrem Freund ist es genau das Gleiche. Was gehört da dazu? Wenn ich dieses Mysterium aufgeklärt hätte, könnte ich das jetzt sagen. Ja, ich weiß es nicht so sehr. Ich glaube, dass ich, sonst hätte mein Trainer oder sonst hätte Björn das nicht zugelassen, dass ich das mache, dass ich das auf jeden Fall hätte durchbringen können. Ich glaube auch, dass er so mit meiner Herangehensweise zufrieden ist, weil er auch so gesagt hat, dass es das erste Mal ist, da kann man das machen. Wie gesagt, wenn es funktioniert hätte, hätten wir hier ganz anders geredet. Ich weiß nicht, ob wir da im Training nochmal viel anpassen würden oder ob ich diese Sachen drumherum, die Probleme, die aufgetreten sind, nochmal, gerade Verpflegung, ich glaube, das sind so auch eher so diese Sachen fernab vom Training, die man dann, die man sich nochmal anschauen muss. Ja. Ist ja auch immer eine Sache, die schwer zu üben oder zu testen ist, wie der Körper nach 6,5 oder 7 Stunden Renndauer auf dann noch mehr Kohlenhydrate reagiert. Von daher, wenn du sagst, dass da wirklich bis dahin alles gut gepasst hat, dann kann man ja nur hoffen, dass es beim nächsten Mal irgendwie durchgeht. Hast du denn da schon oder habt ihr da schon Pläne oder hast du dir da schon Rennen rausgeguckt, was so in der Gesamtsaisonplanung vielleicht optimal für dich liegt? Tatsächlich haben wir da noch gar nicht drüber gesprochen oder werden wir wahrscheinlich auch erst in ein paar Wochen machen. Ich will auf jeden Fall nächstes Jahr mal mindestens ein. Ich weiß, wie gesagt, noch weiß ich gar nicht, wie die Saison aussieht. Auf jeden Fall Langdistanzen machen. Ich schiele natürlich irgendwie, Bucketlist-Rennen sind natürlich auch so schnell wie möglich, würde ich gerne mal in Rot starten. Ich möchte natürlich auch nach Hawaii, aber ich glaube, das sind alles so Sachen, da muss man sich nochmal in Ruhe an den Tisch setzen, was realistisch ist, was Sinn macht sich oder wo der Versuch Sinn macht. Weil auf der anderen Seite möchte ich auch noch weiter 70-3-Rennen machen, weil mir das auch riesen Spaß macht. Und
Dann haben wir noch die PTO-Rennen. Also es gibt ja einfach unglaublich viele Möglichkeiten gerade, Rennen zu machen. Und da muss man sich, glaube ich, ganz genau anschauen, was inwieweit Sinn macht. Auch vom Saisonaufbau, macht man erst 73-Rennen, macht man erst eine Langdistanz. Wann steigt man in die Saison ein? Und die neue Ironman-Serie gibt es ja auch noch. Ja, ich fände es schön, glaube ich, wenn es dieses Jahr das schon gezählt hätte, weil dann wäre es ganz gut für mich ausgegangen. Mir hat gestern irgendeiner so ein Ranking geschickt, jetzt aktualisiert, das wäre ganz schön. Aber nee, wie gesagt, da muss man halt schauen, wie das weitergeht. Und ist ja auch irgendwie schön, dass man so viele Möglichkeiten hat. Aber eine Langdistanz in Deutschland, das wäre nächstes Jahr schon so ein... Ich glaube, ich war richtig cool, da hatte ich mega Bock drauf. Und da müssen wir aber schauen, wie das liegt. Ich meine, eine 73-WM zum Beispiel ist halt nächstes Jahr auch erst Mitte Dezember, was natürlich eine riesen Herausforderung wird, wie man eine Saison gestaltet. Ja. Und da bin ich auch mal gespannt, wie sich das umsetzen lässt, weil du kannst ja auch in den ganzen Oktober und November hier zu trainieren, ist halt auch schwierig. Muss man wollen, aber auf jeden Fall. Ja, man muss auf jeden Fall irgendwo hin, wenn man sich ernsthaft vorbereiten will. Gut, Oktober könntest du ja auch vorbei sein, rein theoretisch. Und dann weiterfliegen, ne? Ja, da muss man auch schauen. Absolut, einfach schauen. Ich muss mit Björn in Ruhe sprechen und dann machen wir einen Plan fürs nächste Jahr. Auf jeden Fall habe ich auf alles Bock und jetzt auch irgendwie so, wie gesagt, es war echt so ein cooles Gefühl im Rennen. Das hat mir riesen Spaß gemacht und ich habe auch irgendwann ja damals vor mittlerweile knapp 10 Jahren mit dem Sport angefangen, wegen dieser Langdistanz, wegen Hawaii. Mein Vater da begleitet zu einer Langdistanz und ich fand das irgendwie faszinierend und dann war das echt so ein Gefühl, angekommen zu sein an dem Ziel, wo man hin wollte. Jetzt habe ich es natürlich nicht so gemacht wie, ich sag mal, die Sam Laidlaws dieser Welt, das super früh auf die Langdistanz zu gehen, weil mit denen, da hatte ich, glaube ich, immer gute Trainer und Leute, die mich da beraten haben, dass man das nicht unvorbereitet machen sollte. Jetzt war es nicht ganz so vorbereitet, aber trotzdem, glaube ich, der richtige Zeitpunkt. Ich glaube nämlich, entgegen was andere sagen, dass man nicht mit 20 schon auf eine Langdistanz gehen sollte, meine persönliche Meinung, sondern sich da lieber die Zeit gibt und sich als Athlet zu entwickeln und man hat ja auch nur einen Körper. Und ich glaube, da sollte man doch vorbereitet sein. Weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das so ein bisschen in der letzten Zeit so ein bisschen heroisiert wird oder so als Ideal hingeschrieben wird oder auch jeder irgendwie sagt, ja, geh früh auf die Langdistanz, geh früh auf die Langdistanz. Also ich finde es gar nicht cool, dass das was heißt cool, muss ja jeder selber wissen, aber ich finde es nicht gut, wenn man mit Anfang 20 auf eine Langdistanz geht. Weil wenn ich mir das vorstellen würde, dass ich das gemacht hätte, hätte ich meinen Körper auf jeden Fall nochmal anders ruiniert. Und wie gesagt, am Ende muss es jeder für sich wissen. Aber ich finde so den Weg, den vielleicht, wenn irgendein jüngerer Triathlet zuhört, erstmal auf der Kurzdistanz sich versuchen, dann auf die Mitteldistanz irgendwann gehen und dann auf die Langdistanz. Ich glaube, da wird man so als Athlet, reift man da als Ganzes mehr und ist vielleicht auch ein vollständigerer Athlet am Ende. Mhm. Auch wenn vielleicht man am Ende auf die Langdistanz möchte. Du hast im Interview vorher gesagt, du hoffst am allermeisten, dass dein Körper das mitmacht und da kooperiert und so weiter. Ist das gelungen? Ja, teilweise. Mein Rücken hat sich erstaunlich gut angefühlt. Das war ja jetzt auch über die Saison eine große Baustelle. Sogar besser als auf einer Mitteldistanz oder auf einer Kurzdistanz. Ist dann vielleicht auch durch die etwas niedrigere Intensität. Wobei... so viel niedriger, gerade auf dem Rad oder so, war das gar nicht. So viel weniger Leistung, die man treten musste. Oder auch Laufen war jetzt auch nicht, ist jetzt nicht so unglaublich viel langsamer, zumindest am Anfang gewesen. Ja, und dann, klar, der Magen hat jetzt nicht gehalten. Das war jetzt eine Baustelle, die aufgetreten ist in der Vorbereitung. Aber ich meine, das gehört dazu, da hat ja jeder irgendwie sein Päckchen zu tragen oder seine Baustellen. Und die brechen natürlich unter so einer Ausbelastung dann möglicherweise auf. Ist jetzt passiert. Ich weiß aber zum Glück, was ich machen muss, damit das wieder in Ordnung kommt. Ist nicht so einfach, aber habe ich schon mal hingekriegt, werde ich wieder hinkriegen. Und dann bin ich guter Dinge, dass ich das zusammenkriege. Ja, du hast schon angesprochen, dass du eine ganze Menge gelernt hast. Was waren denn so die wichtigsten Learnings an dem Tag oder auch in der Vorbereitung? Ja, erstmal, und das soll auch nicht falsch klingen, aber glaube ich erstmal, dass ich bis eine ganze Menge auch schon ganz gut und richtig gemacht habe. Was die Taktik im Schwimmen und auf dem Rad anging, die Verpflegung angeht, das hat alles echt gut geklappt.
Und die meisten Learnings dann waren halt hinten raus im Marathon. Wobei ich muss sagen, so richtig jetzt eine Lösung dafür, warum das nicht geklappt hat mit dem Argen oder so weiter und mit dem Marathon, hatte Lars ja auch gerade gesagt, das ist immer super schwierig, das an einem Grund festzumachen. Mhm. Vielleicht muss man sich nochmal ins Pacing setzen. Ich glaube, ich müsste das erst nochmal ganz in Ruhe mit dem Björn besprechen, was dazu geführt haben kann. Oder ist ja meistens ist ja nicht ein Faktor, sondern sind ja mehrere Faktoren, die zusammenkommen und nicht dann explodieren lassen. Aber ich sage mal auch viele Learnings, die gut, man kann ja auch aus Sachen lernen, die gut laufen und sozusagen für sich abhaken, dass man ja. Das so wieder machen kann. Ich glaube, das waren sehr, sehr viele Sachen. Und vor allen Dingen, dass man ruhig bleibt, dass das Rennen lang wird und dass das Rennen, wie alle gesagt haben, ich habe auch viele Kommentare dazu bekommen, erst auf der oder dass es richtig hart wird, so nach 20, 25 Kilometern. Das weiß ich jetzt auch, das habe ich jetzt am eigenen Leib erfahren. Und jetzt gilt es halt, diese letzten, sagen wir mal, 15 Kilometer, 17 Kilometer herauszufiltern und da eine Lösung für zu finden, wie man die auch noch in einem schnellen Tempo ins Ziel bringt. Haben natürlich auch viele geschrieben, ja, du brauchst lange Läufe. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Da können wir auch noch mehr Leute sagen. Mein Trainer hat gesagt, ich brauche keine langen Läufe und ich glaube, der hat relativ viel Ahnung, wie man Leute auf eine Langdistanz vorbereitet. Deswegen werden wir so weitermachen und einfach schauen, was ich dann brauche, um einen schnellen Marathon zu laufen. Ja, und also keine langen Läufe, das ist ja auch immer relativ. Ich weiß nicht, was in Stunden oder in der Zeitdauer dein längster Lauf war. Ja, aber ich finde das immer schwierig zu sagen, weil und auch immer einfach zu sagen, ja, du brauchst einen langen Lauf, aber man sieht ja nicht, was ich trainiere. Meistens, wenn ich lange Läufe gemacht habe, bin ich morgens geschwommen, dann saß ich 3-4 Stunden auf dem Rad und bin dann 1,5 Stunden in 25 Kilometer gelaufen. Ja. Also ich meine, der Load, den du auf dem Körper hast, wenn du in diesem den Lauf startest, der ist schon hoch. Ja. Und ich würde immer lieber nochmal Radfahren vorher und dann hast du halt die Trainingsstunden drin, als irgendwie dann 30 Kilometer zu laufen. Also du läufst ja auf ermüdete Beine. Und auch und wenn du dann halt 30, 35 Stunden die Woche trainierst und am Ende von der Trainingswoche solche Läufe machst, dann musst du halt auch sehr doll aufpassen. Ich glaube, wenn du dann ab Kilometer 25 bis Kilometer 35 läufst, dann kannst du dich halt, glaube ich, auch schnell verletzen, würde ich mal behaupten. Und das muss man alles mit reinnehmen und halt auch individuell schauen, welcher Athlet wie auf was reagiert. Und deswegen vertraue ich da einfach meinem Trainer und mache das, was er sagt. Und denke, dass das bisher ganz gut funktioniert hat und auch in Zukunft wieder weiterhin gut funktionieren wird. Ich glaube, da können auch ganz viele, die mit Power and Pace trainieren, ein Lied davon singen. Da schreibt Björn ja auch die Pläne ohne allzu lange Läufe. Und das scheint ja auch hervorragend zu funktionieren. Also, ich meine, man muss ja nur zum Patrick gucken. Das ist ja auch öffentlich bekannt. Der läuft ja auch nie länger als 1,5 Stunden. Ja. Und der kann ja auch einen ganz guten Marathon laufen, würde ich mal behaupten. Ja, das kann so sein. Auf jeden Fall. Der muss ja auch gefühlt nur noch eine halbe Stunde länger laufen, damit er dann im Ziel ist. Ja, genau. Ja. Nee, aber wie du sagst, letztendlich ist es ja wirklich eine Sache, wann man die Läufe einstreut. Gerade wie du sagst, wenn man Richtung einer Trainingswoche oder Richtung einer Ende von einer Trainingswoche sowas steuert, ist die muskuläre Ansteuerung ja wirklich nochmal eine komplett andere, als wenn du immer erholt deine 30 Kilometer da läufst. Und dann ist natürlich die Frage, was bringen dir 30 Kilometer Läufe auf einen erholten Körper, wenn du dann im Wettkampf bist. Ja, dann ist auch noch, in welcher Geschwindigkeit läufst du das, ne? Läufst du das jetzt in einem Grundlagentempo? Oder wenn ich die meisten längeren Läufe, die ich gemacht habe, waren zum Beispiel immer so am Ende im Schnitt von 3,50, 3,45 über die 25 Kilometer, ist dann auch wieder ein anderer Load, als wenn du die in 4,15 läufst oder so. Ja. Welche Überraschungen gab es denn am Renntag, egal ob positiv oder negativ? Positiv erstmal war auf jeden Fall, dass ich beim Radfahren nie so ein Loch hatte, dass es schwer wurde, weil es wurde mir oft gesagt, nach 140 Kilometern kann es mal schwer werden, die Muskeln werden schwer. Ich habe mich irgendwie in der zweiten Runde besser als in der ersten gefühlt, auch die Muskeln haben sich besser angefühlt, und der Rücken hat nicht mehr wehgetan, das war für mich eher überraschend und hat mich eigentlich bestätigt, dass so, wie ich das Rennen angegangen bin, dass das gut war, weil in der ersten Runde habe ich mich sehr zurückgehalten, weil die Jungs haben so aufs Tempo gedrückt zwischendrin, dass ich echt dachte, boah, fahre ich jetzt hier weiter mit? Und
dann haben ja die meisten aus der Gruppe auch in der zweiten Runde dafür die Quittung bekommen. Und da fand ich es eigentlich cool, dass ich da ruhig geblieben bin und ja, einfach versucht habe, da irgendwie so gut wie möglich mitzufahren, aber mich jetzt nicht völlig aufzurauchen. Und ja, da hat das, bis dahin hat die Verpflegung gut geklappt. Auch was jetzt viele sagen werden, dass ich viel zu schnell angelaufen bin. Vielleicht ein, zwei Sekunden pro Kilometer, aber wenn man gesehen hat, was die anderen Jungs gelaufen sind, die sind halt die Pace durchgelaufen. Mhm. Da mache ich mir jetzt eigentlich auch nicht den allergrößten Vorwurf. Ja, das, der Halbmarathon war auch gut und dann das größte Learning war, dass dann ja irgendwann der Mann mit dem Hammer kommt, aus welchen Gründen auch immer. Und da muss man schauen, jetzt woran das lag und wie man da seine Lehren draus zieht. Aber wie gesagt, diese Lösung, da hast du ja auch schon gesagt, weiß auch gar nicht, ob man die dann irgendwann mal so sagt, ja, das wird es gewesen sein. Oder ob man einfach schauen muss, dass man möglichst viele Faktoren, die dazu geführt haben können, ausschließt. Und ja. Gab es eigentlich einen Moment, wo du gedacht hast, okay, ich steige lieber aus, als dass ich jetzt hier noch die letzten 10, 15 Kilometer bis ins Ziel laufe? Oder war für dich klar, egal wie, du ziehst es auf jeden Fall durch, auch wegen der mentalen Komponente, wenn es dann zum zweiten Mal auf eine Langdistanz kommt, damit man da nicht diese Barriere hat? Lustigerweise, ich habe nicht ein einziges Mal auch nur im Entferntesten daran gedacht, das Ding nicht ins Ziel zu bringen. Also der Gedanke kam gar nicht auf. Das fand ich auch irgendwie interessant. Ich habe dann zwar ein, zweimal, ich wollte eigentlich auch nie gehen oder stehen, aber man kann sich im Laufen schwer übergeben. Das waren so die einzigen Momente, wo ich dann wieder so ein paar Schritte gegangen bin und dann wieder angejoggt bin. Ich glaube, Lars kann das, oder Lars? Aber auch nur so, wie Jan es beschrieben hat, dass wenn man einen Schluck Wasser nimmt und dann war es bei mir wie bei so einem bei so einem Staudamm, wo dann einmal der Damm bricht und dann ging das irgendwie. Aber sonst musste ich auch ranhalten. Ja, dann, Ja, also, aber dann ist ja gut, wenn du da nie irgendwie dran gedacht hast, dass das da doch vorbei sein könnte, dann warst du da ja auf jeden Fall schon mal so weit instruiert, dass du das auf jeden Fall bis ins Ziel bringst. Also ich fand auch, sagen, du bist ja Siebter geworden in einem echt gut besetzten Feld. Das ist ja absolut kein schlechtes Ergebnis und so, nur um ein positives Fazit zu ziehen. Das wird ja auch bei dir hoffentlich nicht irgendwie negativ ausfallen. Ja, genau, um das abzuschließen, jetzt wenn man von dem Problem wegkommt. Ich meine, die meiste oder ich sag mal 80% des Rennens oder 90% sogar eher, oder sagen wir 85, okay. Verliefen ja wirklich sehr, sehr gut. Und da bin ich auch super zufrieden mit, dass es dann am Ende nicht geklappt hat. Ich meine, ja, das könnte passieren. Ich versuche jetzt auch einfach, weil es jetzt in die Saisonpause kommt, das Positive daraus zu ziehen. Könnt euch auch sicher sein, dass ich damit hadere, was dann passiert ist. Aber wie ihr sagt, es ist am Ende, bin ich trotzdem irgendwie Siebter geworden, in einem sehr, sehr starken Feld. Ich glaube auch viele Athleten, die man vielleicht jetzt in Deutschland nicht so sehr auf der Rechnung hat, die jetzt zum Beispiel Zweiter und Dritter geworden sind, das sind super starke Jungs. Als Beispiel, der Dylan, der Zweiter geworden ist, der hatte bei der 73 WM die schnellste Laufzeit, ist unter 1,10 gelaufen auf der Strecke da. Das hatte ich auch auf dem Schirm und deshalb wusste ich auch, dass wenn ich hier gewinnen will oder aufs Podium will, muss ich es halt riskieren. Das hat jetzt halt in dem Fall nicht geklappt, aber weil mir hat auch irgendwann gesagt, so beim Debütgewinn wie die Mario, ich kann den Namen nicht aussprechen. Marjolaine, das gemacht hat, das ist halt, das wäre schon ziemlich krass gewesen. Und ich glaube, in so einem Feld musste ich auch das Risiko eingehen, so anzulaufen, meiner Meinung nach, und so das Rennen zu gestalten, um eine Chance zu haben, da am Ende vorne rauszukommen. Und das wollte ich versuchen, weil dafür mache ich das. Und deswegen werfe ich mir da eigentlich jetzt im Nachhinein nichts vor, so versucht zu haben und würde es, wie ich ja schon gesagt habe, es wieder so tun. Und man muss auch sagen, Peter, Hut ab, ich habe den diese Saison ein paar Mal erlebt. Wir verstehen uns super, ich gönne ihm das von Herzen, weil er auch ein paar schwierige Jahre hatte und brutales Rennen. Und ich finde es immer wieder cool und das erzähle ich auch immer wieder gerne. Ich fand immer das Coolste von ihm, der ist ja auch zwei Kinder hat er. Tallinn als kleine Story, 73 EM,
Tag vorm Rennen oder zwei Tage vorm Rennen, wir alle Athleten, Profis schwimmen sich im Schwimmbad nochmal letzte Schwimmeinheit. Peter geht 2 Stunden mit seinem Sohn rutschen. Und am nächsten Tag rasiert er das Rennen und gewinnt es in einer sehr, sehr dominanten Manier. Das finde ich so beeindruckend, wie er dann so damit umgeht. Und auch jetzt wieder, seinen ersten Ironman-Sieg. Hat ja ein krasses Jahr, deswegen, ja, das war schon richtig, richtig stark. Gut, aber wie du sagst, letztendlich, du als Profi lebst ja dafür und dann kann ich nur aus meiner Sicht sagen, ich finde es dann schon ehrenwert oder so würde ich es auch eher angehen, dass du alles auf eine Karte setzt und sag ich mal, dann vielleicht hinten auf den letzten 10, 15 Kilometern ein bisschen dafür zahlen musst, als dass du das Rennen angehst, Siebter wirst, aber eigentlich nie das gemacht hast, wofür du eigentlich an der Startlinie warst, so nur um ins Ziel zu kommen. Also genau. Da finde ich das schon den absolut richtigen Weg, da zu sagen, okay, ich setze hier alles auf eine Karte, guck, was geht, gerade in dem Feld, anstatt dass ich hier laufe, um ins Ziel zu kommen. Also das ist ja nicht der Profi-Ansatz. Natürlich nicht, nee. Ja. Nee, absolut. Das war auch dieses, die erste Langdistanz-Defensive angehen. Ja, aber ich musste ja meine Karten so spielen. Ich meine, da war ein Patrick Lange in dem Feld, mit dem man so viel Abstand wie möglich auf die Laufstrecke gehen möchte. Das Rennszenario, muss man ja auch sagen, hat mir voll in die Karten gespielt bis zum Marathon. Und deswegen, wie du sagst, das war dann deshalb aus meiner Sicht absolut die richtige Entscheidung. Auch das Angehen und so weiter, das war ja auch in dem Moment, hat sich das richtig und gut angefühlt. Wenn es jetzt aufgegangen wäre, würden wir da gar nicht drüber reden, dann wäre da alles perfekt gewesen. Ne? Das ist halt wieder die Kehrseite der Medaille, ist ja immer so. Und ich bin mir sicher, dass ich es das auch irgendwann hinkriege. Und deswegen, ja. Patrick und du, ihr seid beim gleichen Coach bei Björn Gesmann. Hattet ihr während des Rennens irgendwie Kontakt persönlich miteinander? Also er hat dich ja irgendwann dann überholt. Gab es da Anfeuerungen oder irgendwie Kommunikation? wir hatten vor dem Rennen 1-2 Mal gesprochen. Je nachdem, wie das Rennszenario halt ausgeht, dass man dann zusammen oder dass man auf dem Rad arbeitet. Ja. Und weil es ja doch ein sehr, sehr, sehr großes Profi-Starterfeld war, dass man versucht, so viele Leute wie möglich loszuwerden. Jetzt hat sich das Rennszenario natürlich anders dargestellt, dass wir eine Lücke hatten, die ich natürlich auch insgeheim haben wollte. nach dem Schwimmen und mir auch damit mit der Möglichkeit geliebäugelt hatte, dass im Meer ist natürlich immer ein anderes Schwimmen anspruchsvoller, dass man da irgendwie wegkommt. Aber dann beim Laufen war es eigentlich nur, der hatte ja aufgrund anderem eines Malheurs, das ihm passiert ist, ja seinen Rückstand von 7 auf, glaube ich, 12 Minuten zur zweiten Wechselzone vergrößert. Dann war eigentlich erstmal kein, für mich habe ich erstmal gedacht, dass er keine Gefahr ist, weil er auch nicht irgendwie die ersten 15 Kilometer überhaupt Zeit rausgeholt hat. Und dann, als er vorbeigekommen ist, habe ich gesagt, dass der vorne schlecht aussieht, dass er sich den holen soll quasi. weil ich wusste, dass es ging ja nicht mehr. Ja. Und der hatte, glaube ich, auch nicht den leichtesten Tag, aber dafür auch Respekt, wie er es durchgezogen hat. Ja, voll. Auf jeden Fall. Trotz dessen, wie aussichtslos die Lage war, immer noch einen sehr, sehr starken Marathon gelaufen. Ja. Ja. Hast du noch einen Tipp oder mehrere Tipps an Leute, die im nächsten Jahr ihre erste Langdistanz anstreben? Ja, macht's nicht so wie ich, ne? ich glaube einfach, dass man den Spaß in den Vordergrund stellt, und das habe ich über die Jahre vor allen Dingen gelernt, und das ist jetzt nicht nur für die Langdistanz gesprochen, sondern insgesamt, an die Leute vielleicht, seht nicht alles so verkrampft, ja. stellt den Spaß in den Vordergrund, locker bleiben. Man muss nicht alles bis ins Letzte perfekt geplant haben. Man muss nicht den 10. Super Sapiens am Arm haben. Man muss keine Wattmessung haben. Man braucht kein Herzfrequenzgurt im Rennen. Macht alles mehr. Ich finde das immer so cool, so erfrischend, wenn ich mir irgendwelche Talks von Lothar Leder anhöre, der das auch irgendwie so ein bisschen verkörpert. Dieses mach doch einfach mal. Und das finde ich immer eigentlich ganz cool, weil ich habe oft das Gefühl, dass zu viel verwissenschaftlicht wird, so auch gerade im Amateursport, wo es ja echt darum geht, dieses Ziel zu erreichen. Und so ein bisschen dieser Spaß am Triathlon, gefühlt, kann auch sein, dass ich mich da täusche, aber so ein bisschen bei manchen
auch so ein bisschen darüber verloren geht, dieses auch, dieses immer versuchen, das noch zu machen, das noch zu machen, das noch zu machen, aber einfach trainieren, an die Startlinie stellen und das genießen und dann halt sich konzentrieren auf sich, auf seine Verpflegung, auf seine Pace und so weiter. Ja. Aber auch einfach mal ein bisschen mehr machen, anstatt zu viel zu machen, was ja. so das außenrum angeht. Ich glaube, dass da einfach ganz viel Unsicherheit dabei ist, zu Recht, meiner Meinung nach. Also man ist einfach aufgeregt vor so einem Tag, bei dem man weiß, dass er länger wird als alles, was man vorher so gemacht hat und einfach sehr, sehr viele unbekannte Faktoren dabei sind. Ja, und wenn es dann an der Fall. Technik und so schon mal nicht scheitert, dann kann auch das ein gutes Gefühl geben. Aber da, ich gebe dir auch recht, dass eine gewisse Lockerheit auf jeden Fall nicht schadet. Ja, ich meine damit auch gar nicht, dass man nicht angespannt oder nervös ist, das ist natürlich, aber so dieses, ich glaube, so ein bisschen dieses Verkopfen oder sich an Sachen aufhalten, die dann am Ende gar nicht so wichtig sind, sodass man sich mehr auf sein Training konzentrieren sollte, als die 10. Leistungsdiagnostik zu machen oder also auch jetzt ist jetzt auch ein bisschen übertrieben vielleicht gesprochen, aber so ich glaube, wenn man den da wirklich so den Spaß am Sport, der Spaß an der Challenge und der Herausforderung mehr sieht und dann vielleicht fürs Rennen auch einfach schaut, dass man sich auf seine Verpflegung konzentriert, dass man sich ordentlich verpflegt, dass man nicht versucht, nicht zu überpacen, dass man da versucht auch so gut es geht Spaß zu haben, solange es geht, weil irgendwann wird es eh hart. Ja. Jetzt steht bei dir die Offseason bevor. Was wirst du machen und wie lange geht sie? Da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Erstmal wir sind ja Sonntag nach dem Rennen direkt zurückgeflogen. Das war auch ein bisschen hart. jetzt sind irgendwie noch einige Sachen, die diese Woche anstehen. Und der Fred kommt zum Beispiel morgen zu mir. Wir sind bei Rabus übermorgen. Da werden wir abends einen Tee trinken und dann ins Bett gehen. Nee, Spaß. meine Frau ist ja Lehrerin, das heißt, die Schule, die Herbstferien in NRW sind schon wieder vorbei. Wäre auch liebend gern mit ihr mal in den Urlaub geflogen, weil das ist immer recht schwierig, weil wenn sie dann wieder Ferien hat, bin ich schon wieder im Training. Aber ich werde jetzt erstmal nicht trainieren, auf jeden Fall eine Woche gar nicht trainieren. Das nehme ich mir immer so vor, einfach um den Körper ein bisschen Ruhe zu geben. Braucht er jetzt nach der Langdistanz sowieso, also erübrigt sich das. Und dann werde ich wahrscheinlich so 3 Wochen eher sporadisch, also ich würde, glaube ich, nicht trainieren. Also erstmal schwimmen werde ich auf keinen Fall. In der Offseason wird nicht geschwommen, das ist meine erste Regel. Da wird kein Schwimmer mich von innen sehen. Und dann, vielleicht gehe ich mal eine Runde Mountainbiken, aber das wird echt eher sporadisch sein. Das wird jetzt nicht wie ich trainieren. Und gib mal so richtig dem Körper Ruhe, mach Sachen, die ich sonst nicht machen würde. Ich habe, glaube ich, schon 10 Restaurants auf meiner Liste, in die ich mal hingehen wollte. Ich habe gestern meinen ersten Döner seit einem Jahr gegessen. Oh, all solche Sachen. Ja, das war eher magenbedingt. Oder vielleicht, weil wir hier auch nicht so die besten Döner haben. Aber genau, jetzt wird erstmal richtig Pause gemacht und dann steigen wir aber auch, denke ich mal, ganz entspannt und langsam irgendwann wieder ins Wintertraining ein und dann muss man mal einen Plan für die Saison machen, Trainingslager, whatsoever. Aber jetzt erstmal Kopf und Körper und ich glaube am meisten immer Kopf, dem eine Pause geben, entspannen, mal nicht mit Triathlon beschäftigen, weniger auf Instagram rumhängen. Das kann sehr gut tun. Und dann, Kraft sammeln für die neue Saison. Dann wünschen wir dir dafür viel Erfolg schon mal für die nächste Saison, wie auch immer sie aussieht. Das werden wir ja sicher dann zu gegebenen Zeitpunkt erfahren. Gute Erholung. Ja, vielen Dank. Das auf jeden Fall. Danke. Danke für deine Zeit. Macht's gut. Ciao. Jo, das war er. Spannende Erkenntnisse auf jeden Fall. Ja, falls es jetzt vielleicht ein bisschen komisch rübergekommen ist, und ich glaube, das hat er ja auch nochmal betont, ich meine, die Leistung, die er jetzt gezeigt hat, darf man keinesfalls irgendwie, finde ich, zu kritisch sehen. Ja, es war die erste Langdistanz, er hat immer noch eine gute Zeit hingelegt mit 8:09 auf einem anspruchsvollen Kurs, was, glaube ich, auch noch so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen war. Und wer da eventuell mal Bilder gesehen hat, in der zweiten Rennrunde wurde es extrem voll auf der Radstrecke, weil eben 70 Dreiathleten und Langdistanzathleten zusammen unterwegs war. Also es war jetzt
nicht so, dass da, glaube ich, im Age-Grouper-Feld mit Windschatten gespart wurde, wenn man sich da ein paar Bilder angeguckt hat. Von daher. Das kennt man ja von anderen Rennen auch. Also wenn man jetzt Barcelona sich anguckt, da findet zukünftig dann nur noch ein Rennen statt, weil es eben auch einfach zu voll ist. Und ich finde das keinen besonders guten Weg, wenn man 70.3 und Langdistanz an einem Tag wirklich stattfinden lässt. Nee, vor allem, also muss ich dir komplett zugeben. Also bei den Bildern, die man da gesehen hat, das waren ja wirklich teilweise Pulks von 30, 40 Athleten, die wirklich als Gruppetto durch die Gegend gefahren sind. Also entweder muss es so sein, dass es eine 180-Kilometer-Strecke ist, sodass quasi Langdistanzathleten und 70-3-Athleten nicht wirklich ineinander fahren, dass es da einfach entspannt ist, oder dass halt ein Rennen Samstag, ein Rennen Sonntag stattfindet. Aber wie du sagst, das hatte man in Barcelona. Letztes Jahr hatte man es zum Beispiel in Italien, Emilia-Romagna, wo quasi aufgrund des Unwetters dann alles an einem Tag stattfand, aber irgendwie 5.000 Athleten dann auf dem 90-Kilometer-Kurs. Ja, passt nicht. Umso besser ist es, dass da wirklich alle Athleten, oder soweit wir es mitbekommen haben, halbwegs sicher durchgekommen sind, auch die Profis gut durchgekommen sind. Von daher, Leistung definitiv nicht zu schmälern. Wenn 90% gut gelaufen sind, dann ist es ja schon mal richtig gut. Ja, ich wollte da irgendwie so ein positives Fazit nochmal mitnehmen, weil es Bayern teilweise auch so rüberkam, von wegen, er hat das irgendwie durchgebracht, und das ist ein 7. Platz ja definitiv nicht. Also mutige Renngestaltung, und die wird dann sicherlich früher oder später auch belohnt. Eben, und ich kann mir vorstellen, dass diese 6,5 Stunden Riesengrinsen auf seinem Gesicht waren, und so hat er sich ja auch angehört. Ich meine, wenn du in so einem Feld so lange das Rennen anführst oder mitgestaltest und auch wirklich einfach so die Courage dafür hast, es so anzugehen, dass du das nach Hause bringst, finde ich auch, kann man einfach nur den Hut ziehen und sehr gespannt sein, wie es ist. Und du hattest es vorhin so in so einem Nebensatz erwähnt, bei den Frauen Anne Reischmann Zweite geworden. Bei der sah es, glaube ich, nach dem Schwimmen so ein bisschen aussichtsloser aus, so wie sie es selber gesagt hat. Aber sie hat es halt auch einfach geschafft, komplett bei ihren Werten zu bleiben, und ist dann halt echt beim Fahrradfahren da fast bis nach ganz vorne gefahren, bis auf eben die Französin, die ihr da einfach enteilt war. Und ich glaube, oder so wie ich Anne mitbekommen habe, ich hatte mit ihr kurz geschrieben, hat sie halt auch gesagt, dass sie da extrem happy darüber ist und sich da auf die WM in Nizza schon freut. Ja, also ich denke auch ein Kurs, der ihr sehr, sehr gut liegen dürfte, mit der starken Rad-Lauf-Kombination. Eben beim Schwimmen gibt es sicherlich nach wie vor Potenzial, aber wenn das dann am Ende bei dem Feld trotzdem auf den 2. Platz hinauslaufen kann, kann man damit, glaube ich, auch sehr zufrieden sein. Da bin ich sehr gespannt, was in Nizza passieren wird. Absolut. Und damit ist halt auch schon eine deutsche Athletin für die nächste Weltmeisterschaft qualifiziert. Ich glaube, Anna Haug dürfte, glaube ich, auch qualifiziert sein, dadurch, dass sie ihren Titelstatus hat. Und damit sind auf jeden Fall schon, oder ist schon die nächste Saison fast eingeläutet. Ja, es wird definitiv nicht langweilig. Jan hat es auch angesprochen, Patrick Lange ist ein kleines Malheur unterlaufen, und es gab generell so den einen oder anderen Fail auf der Rennstrecke am vergangenen Wochenende. Bei Patrick Lange war es so, dass es da auch zur Verwirrung kam bezüglich 70.3 und Langdistanz, weil er die Wechselzone nicht korrekt gefunden hat und da eben in der 2. Wechselzone 5 bis 6 oder 7 Minuten liegen gelassen hat. Das ist natürlich extrem ärgerlich. Also ich meine, gerade bei so einer Sache ist es ja schon irgendwie auch als Altersklassenathlet schön zu sehen, dass es auch den Profis passieren kann. Ja, das finde ich auch, auf jeden Fall. Ist es extrem ärgerlich, aber irgendwie auch so eine kleine Beruhigung für alle Altersklassenathleten, die da eventuell auch so ein bisschen nervös sind und ihren Ständer fürs Fahrrad nicht finden. Patrick Lange. Oder wo der Beutel hängt und so weiter. Und dann macht man sich vielleicht Gedanken wegen
ein paar Sekunden oder auch ein paar Minuten oder so, die man da unnötig liegen lässt. Aber ja, es geht auch Profis so. Richtig. Und dann, du hattest es angesprochen, es war jetzt nicht nur dieses Wochenende. Dieses Wochenende wäre es noch Mika Not gewesen. Ja. Wer weiß, ob es ein Fauxpas war oder nicht, aber auf jeden Fall auch extrem ärgerlich. Als erstes läuft er da in den Zielkorridor rein und ist ja auch schon, also er ist nicht am Auslaufen, so wie es aussieht, sondern schon auch irgendwie im recht zügigen Gang noch. Und dann kommt von hinten Matthias Magier, glaube ich, war das, der wirklich ankommt wie ein TGV, könnte man sagen. Ja. Und als Mika Not es dann so registriert, dass von hinten der Franzose angestürmt kommt, versucht er auch noch in den Sprint zu gehen. Und nach ein bisschen mehr als 3 Stunden Renndauer ist dann die Koordination auch nicht mehr ganz so gut. Und er bleibt irgendwie leicht im Teppich hängen und fällt halt eigentlich so fast auf die Ziellinie und muss sich im Kampf um den ersten Platz so geschlagen geben. Also das wäre so eine andere Sache, die auch noch so ein bisschen als Fauxpas da mit reingeht. Ja, ich glaube, er kann es mit Humor nehmen, es ist ihm nichts passiert. Er hat es in die Boulevardpresse geschafft mit sehr, sehr vielen Headlines und so weiter. Aber ja, das hat auf jeden Fall Meme-Potenzial, dieses Zielfoto. Ja, und ähnlich ging es ja auch Imogen Simmons und Rico Bogen. Ich glaube, am vergangenen Wochenende war das, beziehungsweise Rico Bogen, weiß ich gar nicht, ob das schon 2 Wochen her ist, aber die sind ja beide in der Wechselzone quasi gestürzt. Rico Bogen kommt auch mit ganz gut Geschwindigkeit an, will vom Fahrrad runterspringen und verhaspelt sich und fällt halt direkt hinter die Transition-Linie, packt sich mit dem Fahrrad hin. Und hatte aufgrund dessen auch dann das Rennen aufgegeben, weil er ein bisschen Schmerzen hatte. Aber hat ja dieses Wochenende auch schon wieder gezeigt, dass er da wirklich konkurrenzfähig unterwegs ist und hat den 3. Platz hinter Mika Not belegt. Und bei Imogen Simmons war es ähnlich, da war der Weg zur Wechselzone so leicht bergab und da ist sie dann auch etwas schnell mit ihrem Fahrrad bergab gelaufen und hat sich halt auch unten, wo es dann ins Flache wieder reinging, auch schön mit dem Fahrrad erstmal langgelegt. Ihr ist nichts passiert, aber da kann man sehen, dass es eben auch Profiathleten und Athletinnen betrifft, die es da, wo man doch immer wach sein muss. Hattest du schon mal irgendeinen krasseren Fail während eines Rennens? Was heißt krasser Fail? Beim Norseman war das. Da war es so, da bin ich in die 2. Wechselzone gekommen und mein Bruder war bei mir, sodass er halt die ganzen Sachen, Wechselsachen dann mitnehmen konnte. Und ich war so in diesem Modus drin, Haube aus, Handschuhe aus, Neo aus und Radtrikot anziehen. Ich hatte ein langärmliches Radtrikot über den Einteiler gezogen, weil es da oben einfach dann schon ziemlich kalt wurde. Und als ich schon mit meinen nassen Armen und alles in das Radtrikot reingestiegen bin, gucke ich so an mir runter und mir fällt auf, dass ich die Neo-Weste vom Schwimmen noch anhab. Also musste ich dieses ganze Radtrikot wieder ausziehen, habe die Neo-Weste ausgezogen und musste dann natürlich in dann schon ein nasses Trikot irgendwie wieder reinkommen. Das sah dann ungefähr so aus wie Patrick Lange das eine Mal in Rot, wo er auch versucht hat, mit seinen nassen Armen so Entenflügel schlagend in das Trikot zu kommen. So sah ich dann da auch irgendwie aus, als ich dann versucht habe, in ein langärmlich eng anliegendes Radtrikot wieder reinzukommen. Das war vielleicht so, mit das Größte. Sonst weiß ich habe ja gar nicht so viele Rennen gemacht. Gut, ich meine, was heißt Fauxpas? Bei der Challenge Almere letztes Jahr, da war ich ja dann auch schon ein bisschen dehydriert, als ich ins Ziel gekommen bin. Da bin ich dann nur gegen den Torbogen gelaufen, aber da war ich auch nicht mehr ganz so Herr meiner selbst. Das könnte man vielleicht auch noch als Fauxpas ansehen, als ich dann anstatt gerade über die Ziellinie habe ich den Banner genommen und bin gegen den Torbogen gelaufen. Das könnte man vielleicht auch noch so dazu nehmen. Wie ist es bei dir? Tatsächlich noch keinen gehabt. Auch wie du noch nicht allzu viele Triathlons gemacht, aber sowas irgendwie Peinliches ist mir noch nicht passiert. Oder ich habe es gekonnt verdrängt. Das funktioniert ja oft ganz gut, dass man unangenehme Dinge verdrängt nach einem Rennen und das sofort gelöscht wird. Also gut, ich meine hier beim Elbe-Triathlon ist mir nur passiert, da bin ich nur in die falsche Fahrradreihe reingelaufen, aber das... Ich meine, dann habe ich gesehen und konnte direkt wieder so einen Bogen laufen. Das fand ich jetzt nicht ganz so schlimm. Da waren die anderen beiden Sachen vielleicht so ein bisschen ärger oder
Das eine war jetzt nicht ärgerlich, aber so zwei Fauxpas, wo man so ein bisschen mehr drüber schmunzeln könnte. Ja, nee, also so peinliche oder unangenehme Dinge nicht. Ich habe beim Frankfurt-Marathon bin ich mit Socken gelaufen, die ich vorher noch nicht anhatte beim Laufen, sondern nur beim Fahrradfahren und hatte nach Kilometer 12 eine richtig fette Blase unter der Fußsohle. Das war einfach halt ein ganz, ganz klassischer Fehler, von dem ich abraten würde und auch schon sehr oft abgeraten habe und selbst es nicht befolgt habe. Das, ja, da habe ich auf jeden Fall draus gelernt. Und beim Ironman in Frankfurt habe ich zwei so Softflasks beim Laufen dabei gehabt, die ich mir in Sport-BH stecken wollte und habe dann nach 3 Metern eigentlich gemerkt, nee, das funktioniert nicht, weil mir das alles aufscheuert und dann musste ich sie halt in der Hand halten. Und im Einteiler hat es nicht gehalten, weil alles gewackelt hat, also solche Dinge. Ja. Manches merkt man dann auch erst währenddessen, aber war jetzt nicht allzu schlimm. Toi, toi, toi. Können ja nächste Saison ein paar Rennen kommen, wo du dann nochmal ein bisschen besser drauf achten kannst, was da eventuell als Fauxpas auf dich wartet. Ja, mal gucken, ich kann drauf verzichten. Ja, also so ein Bauchklatscher oder so, nicht nur, dass er schmerzhaft ist vor so Zuschauern oder ich glaube, das geht sogar noch, aber wenn man dann irgendwie so wie Patrick Lange 6 Minuten in der Wechselzone umherrennt, dann... Ich würde wetten, bei mir ist es so, nach der ersten Minute würde ich auch so denken, oh Mann, wie lange dauert es? Wo ist mein Platz? Wo kann ich mein Fahrrad hinhängen? Ja. Dass man dann immer nervöser wird. So 6 Minuten fühlen sich dann auch locker an wie 15. Oh, schrecklich. Also da hätte ich nicht tauschen wollen. Also auch krass, dass er das so durchgezogen hat und dann eben trotzdem noch um jeden Platz gekämpft hat. Ja, eben. Aber das zeigt auch so ein bisschen ja die Werte und die Größe, für die er so einsteht. Ne? Dass er da schon, habe ich immer den Eindruck, da seinem Profi-Status schon ziemlich gerecht ist und da sagt, okay, wir haben halt auch irgendwie einen Vorzeigewert und bringen hier jedes Rennen, wenn nicht irgendwie eine Verletzung oder eine Krankheit im Vordergrund steht, wirklich bis ins Ziel, um allen Athleten irgendwie gerecht zu werden. Ja. Ja, finde ich auch. Aber wo du noch auch so Fauxpas, Rico Bogen zum Beispiel, der musste auch mit dem Ersatzrad jetzt bei seinem 73-Rennen oder bei seiner Mitteldistanz fahren, weil nämlich sein gesamtes Gepäck in Frankfurt hängen geblieben ist, als er... nach Frankreich geflogen ist und dann hat sein Radhersteller, so wie ich das mitbekommen habe, irgendwie ein Ersatzrad hinbekommen, ihm das gerade noch so eingestellt und halt nach Frankreich gebracht, dass er überhaupt starten konnte. Also der hatte vor dem Start auch noch einen ganz anderen Stress zu bewältigen. Ja, Anreisen sind immer gut für sowas. Ja, vor allen Dingen, wenn sie knapp kommen und dann wirklich das Gepäck fehlt. Ja. Ja, das stimmt. Ja, Anna. Eine Sache, über die wir vielleicht noch ein bisschen diskutieren können, weil auch schon diskutiert wurde, ist, es ist jetzt ein sehr harter Cut, mir fällt kein passender Übergang ein, aber es gibt neue Quali-Systeme oder ein neues Quali-System von Ironman, was gestern verkündet wurde. Betrifft jetzt vorerst nur die Frauen für Nizza. Und zwar wird es so sein, dass diese extremen Rolldowns, wie wir es in diesem Jahr erlebt haben, mit 50 Slots oder mehr, dass das vermieden werden soll. Es wird jetzt weniger Slots geben. Stattdessen kann man sich aber auf anderem Wege ebenfalls für die Ironman WM qualifizieren, zum Beispiel mit einer Top-5-Platzierung bei ausgewählten 73-Rennen. Was halten wir davon? Ja, man muss ja auch noch dazu sagen, ich glaube, die Top 10 aus Hawaii dürfen auch quasi, genau, haben auch ein Startrecht für die WM in Nizza. Es ist so, dass diejenigen, die halt unter die Top 10 bzw. Top 5 kommen, glaube ich, nochmal mit einem Langdistanzergebnis verifizieren müssen. Das heißt, sie haben kriegen den Slot in dem Sinne nicht für diese 1.500 Euro geschenkt, sondern sie müssen auf jeden Fall eben eine Langdistanz... Nee, geschenkt auf jeden Fall. Genau, nicht. Sie müssen auf jeden Fall eine Langdistanz machen. Ja. Mit so ein bisschen der Begründung, gerade bei den WM-Ergebnissen, dass eben die besten Athletinnen dann auch bei der WM sind, verstehe ich nicht so ganz, muss ich sagen, weil ich glaube, dass diejenigen der Altersklasse, die in die Top 10 auch vorbeigekommen sind, haben auf jeden Fall bei allen anderen Rennen die Chance, auch einen Quali-Platz zu holen. Ja, also damit... Das habe ich auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Also die werden ja
das normale Quali-System, das wird es weiterhin geben. Sprich, es gibt, sagen wir mal, 40 Slots beim Ironman Hamburg und beim Ironman Frankfurt für Frauen. Aber die, die da ihre Altersklasse gewinnen oder Top 5, Top 10 machen oder wie auch immer, die bekommen den Slot, ja. Richtig, deswegen habe ich es auch nicht so ganz verstanden, warum es dann von Ironman hieß, dass sie dadurch irgendwie eine höhere Leistungsdichte oder die besten Athletinnen zur WM kriegen. Also die würden ja auch so hinfahren. Und so könnte es dazu führen, dass eben die Top 10 aus Kona, die haben ihren Slot bereits, treten dann bei einem anderen Ironman-Rennen an, weil sie eben einfach noch eins machen wollen und müssen ihren Slot gar nicht annehmen, weil sie haben ja schon einen. Richtig. Vielleicht ist es so ein bisschen, also ich meine, damit ist es ein bisschen auf dem Papier so, dass dann der Slot halt nicht ganz so weit nach hinten gereicht wird, wahrscheinlich. Ja, dann nehmen vielleicht die ersten beiden den nicht an, dann kriegt die dritte den ersten Slot und so weiter. Dann muss man da halt keine 100 Slots verteilen, sondern dann gehen die ersten 40 Slots vielleicht für Athletinnen weg, die weiter vorne platziert sind. Das ist so der einzige Punkt, den ich mir da erklären könnte. Ja, das wird sich ja dann zeigen, wie sich das gestaltet letztlich. Ja. Und wie weit es dann durchgereicht wird. Ja. Und es ist tatsächlich so, also zumindest ist es nicht vermerkt in den Regularien, dass man mit dieser Top 5 70-3 Platzierung bei ausgewählten Rennen, dieser Slot muss nicht validiert werden. Ah, okay. Das ist eben, also es steht da zumindest nicht dabei, er wird nur nicht weitergegeben. Also wenn die 5 Platzierte ihn nicht annimmt, dann Pech gehabt, dann ist er einfach weg. Und er geht dann nicht an die 6., 7., 8. oder wie auch immer weiter. Aber validiert werden muss er nicht. Und das wäre dann so ähnlich wie bei Taylor Nipp in diesem Jahr, dass man im Zweifel nicht mal eine Langdistanz gemacht haben muss. Ja, wobei das da dann schon wiederum recht interessant ist, weil bei den Profis wurde es, glaube ich, auch vorgestellt. Oder wurde, ich glaube, in den letzten 2 oder 3 Wochen wurde da auch das neue Qualifikationssystem vorgestellt. Und da ist es so, dass, ich will mich jetzt nicht darauf festnageln, aber ich bin der Meinung, dass ich es genau so gelesen habe, dass eben die 70-3 Weltmeisterinnen und der Weltmeister zwar ihren Slot für die WM bekommen, aber eben mit einer langen Distanz verifizieren müssen. Und das wiederum würde bedeuten, dass zum Beispiel eine Taylor Nipp fürs nächste Jahr auf jeden Fall eine Verifizierung braucht. Also sie ist ja Weltmeisterin geworden in diesem Jahr in Lahti, aber müsste das quasi dann mit einer Langdistanz verifizieren. Ich weiß nicht, ob die WM dafür schon ausreicht, weil sie ja dann schon im quasi neuen Qualifikationsmodus lag. Mhm. Das würde dann für sie wegfallen. Aber für andere, für Rico Bogen wäre es zum Beispiel so, dass er auf jeden Fall eine Langdistanz machen muss, um die Verifizierung für den Startplatz zu bekommen. Könnte natürlich für einige Athleten dann auf jeden Fall terminlich zu Problemen führen, wenn man sich das so ein bisschen anguckt. Wird es auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch auf trimark.de geben, eine Aufschlüsselung des Quali-Systems. Ja, aber was, also ich glaube, ist es vielleicht so ein bisschen besser vom Papier her, dass man sieht, okay, hier 100 Startplätze für Frauen werden hier vergeben und dann guckt man hin und dann sind vielleicht 150, die starten und dann denkt man ja, okay, kriegt vielleicht jeder geschenkt. Das ist allerhöchstens so die einzige Sache, glaube ich, die da so ein bisschen mit wegfällt oder die man da versucht zu umgehen. Ansonsten wird es ja genau so sein, dass es dadurch nicht mehr Startplätze bei der WM gibt, sondern es werden ja immer noch grob diese 2500 Startplätze für die Frauen geben. Und ich glaube, es ist einfach nur ein Versuch, dass Frauen einfach attraktiver zu machen, mehr Frauen in den Sport zu holen, um ihnen zu zeigen, dass es hier die Möglichkeit gibt, über verschiedene Rennen sich daran zu tasten und da auch denen die Möglichkeit aufzeigt, dass man eben auch über eine Mitteldistanz vielleicht auf die Langdistanz kommen kann. Also, weiß nicht, ich glaube, man muss das so ein bisschen schauen, wie sich's entwickelt, ob das dann in den nächsten 2, 3 Jahren wirklich so funktioniert. Ich glaube, das ist so der Zeitraum, den man sich so ein bisschen annehmen muss, um zu gucken, dass es wirklich wirkt, weil jetzt nur mit einem Jahr oder dann ist ja nächstes Jahr das zweite Jahr, glaube ich, kann man nicht so eine hundertprozentige Wirkung sehen, meiner Meinung nach. Da muss man, glaube ich, so ein bisschen langfristiger schauen und da Ergebnisse haben. Aber auf jeden Fall eine interessante Sache für alle Männer, die jetzt anfangen zu meckern. Ja, da kann ich irgendwie nicht so ganz mitgehen. Also, ja.
betrifft sie ja in dem Fall dann auch einfach gar nicht. Ja, wobei, wenn man dann irgendwie Social Media mäßig liest, so von wegen, ja, für die Frauen ist es so leicht, für die Männer wird es nächstes Jahr so schwer und hier und da. Ich meine, vor ein paar Jahren war es dann auch so rumgemecker, ja, es kann ja irgendwie jeder Mann jetzt da hinfahren, es dürften eigentlich nur noch die besten Age-Grouper hinfahren. Ja. Jetzt ist es quasi im kommenden Jahr so, dass es aufgrund dieser Corona-Überhänge und der Änderung der Weltmeisterschaften aus dem letzten Jahr ja schon sehr viele Athleten gibt, die für Hawaii vorqualifiziert sind. Und deshalb gibt es halt für die Männer relativ wenig Qualifikationsplätze innerhalb der einzelnen Rennen. Also wo es noch... Genau, aber das ist ja jetzt quasi noch eine Ausnahmesituation und irgendwann werden wir da sicherlich auch wieder eine Glättung haben. Andersrum, vor ein paar Jahren, also sagen wir mal vor Corona, war es für Frauen extrem schwer und nahezu unmöglich, sich zu qualifizieren, außer man ist wirklich on top und gewinnt halt die Altersklasse. Und anders, also als Zweitplatzierte, war es schon mal gar nicht mehr gesichert, außer vielleicht in der Age Group 40 oder sowas, wo dann vielleicht doch noch ein paar mehr am Start waren. Ja, ja, genau. Und ich meine, jetzt ist es dann so, dass man bei den Männern eigentlich in diesem Jahr sich wirklich nur darüber qualifizieren kann, dass du eben auch Erster oder Zweiter deiner Altersklasse wirst. So, und genau, da und so war das für Frauen eben früher die Realität. Richtig. Und da sind wir jetzt bei den Männern halt auch mal so, dass es so ist, dass wirklich dann eben nur die Ersten und Zweiten hinfahren können, so wie viele dann immer gesagt haben, ja, sie wollen, dass nur die Besten da sind. Und dann wird trotzdem gemeckert, weil dann gesagt wird, ja, jetzt können ja gar nicht, jetzt muss man ja Erster oder Zweiter werden, um sich zu qualifizieren. Ja. Also, ja, aber wie du sagst, also nach nächstem Jahr wird ja höchstwahrscheinlich eine Glättung wieder da sein, ab 2025. Gut, da ist es dann für die Männer wieder Nizza, für die Frauen ist es dann Hawaii. Da wird es dann für die Männer wahrscheinlich eh wieder ein bisschen anders sein. Aber es gibt ja dann keinen Überhang mehr von Athleten und Athletinnen, sodass da auf jeden Fall ja wahrscheinlich wieder ein paar mehr Quali-Plätze drin sind. Ja, für die Männer ist es ungefähr so, dass sich 10 bis 15 Plätze so im Schnitt bei den Qualifikationsrennen reduziert haben. Für die beiden deutschen Rennen ist es zum Beispiel mit Hamburg, hattest du gesagt, ich glaube, da sind 30 Plätze, ne? Wenn wir jetzt hier nochmal gucken, damit wir es ganz genau sagen können. Also Klagenfurt hat auf jeden Fall 30 Qualifikationsplätze, was halt auch normalerweise 40 oder 50 waren. Und Frankfurt, dadurch, dass es eine Europameisterschaft ist, hat 55 Plätze, Qualifikationsplätze für die Männer. Und 55 Qualifikationsplätze sind das meiste, was quasi bei den Männern vergeben wird. Und in Hamburg sind es 30 Qualifikationsplätze, ja. Also so grob 10 weniger. Da waren es, glaube ich, sonst 40, die vergeben worden sind. Im Normalfall. Ja. Ja. Klar, absolut diskussionswürdiges Thema, aber ich glaube, ja, also finde ich in Ordnung, dann sieht es ähnlich aus, dass da vielleicht nicht komplett die Plätze verschenkt werden, auch bei den 73-Rennen wird es vielleicht so sein, dass man da Frauen bekommt, die sonst nicht damit geliebäugelt hätten, und könnte auf jeden Fall eine Chance sein, da eventuell noch eine größere Vielfalt oder Diversität reinzubekommen, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und also ich denke auch, wenn man bei einem 73-Rennen, Kraichgau ist zum Beispiel dabei, wenn man da erste, zweite, dritte, vierte, fünfte in der Altersklasse wird, dann ist man ja eine wirklich sehr, sehr gute Athletin. Und dann, also würde es mich überhaupt nicht stören, wenn diejenige dann in Nizza starten darf, zumal der Slot ja dann erstmal noch angenommen werden muss. Und das ist ja überhaupt nicht gesichert. Vielleicht will ja auch niemand. Genau, aber damit... Oder diejenige sagt, nee, ich bin erst, was Jan auch gesagt hat, ich bin erst 20 oder so und traue mir das noch nicht zu oder will ich einfach noch nicht, weil ich mich noch auf kürzeren Distanzen austoben will. Und ja, dann, also da bin ich echt sehr gespannt drauf, wie vor allem diese 73-Slots angenommen werden. Ja, ob es wirklich so welche sind, die das dann zum ersten Mal annehmen, das finde ich halt interessant, weil anders hast du halt die Möglichkeit, über einen günstigeren Startplatz an einen WM-Startplatz zu kommen. Ne? Ja, das ist richtig, ja.
Wenn du es auf finanzielle guckst, dann könntest du halt da wahrscheinlich grob 250 Euro oder so sparen. Also wenn man es so betrachtet, aber ja, ist dann, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass man da ja Athletinnen anspricht, die halt wirklich sich bis jetzt vielleicht noch nicht an eine Langdistanz getraut haben und dann die WM so als Option ansehen, das dann als erstes Mal zu machen. Könnte ich mir schon gut vorstellen. Ja. Und mit den Top 10 Platzierten in Kona, das finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich coole Lösung. Für manche auf jeden Fall weniger Stress, ne? Glaube ich. Finde ich auch. Es ist natürlich auch die Frage, ob man sich das ein zweites Mal dann geben will, wenn man eben kein Profi ist und das alles, also das nochmal andere Kosten sind und Reiseaufwand und so weiter und man eben nicht davon lebt. Aber bei den Profis ist es ja auch so, dass man da bis zu einer gewissen Platzierung den Platz bereits hatten. Deshalb, ja, wieso sollte es nicht bei Age-Groupern auch so sein? Richtig. Und sie haben es ja auch durch eine Leistung gezeigt, dass sie dafür in Frage kommen. Von daher ist es ja nicht so, dass sie gesagt werden, hier, du bist in Kona gestartet, hier hast du deinen Startplatz für Nizza. Ja. Sondern es ist ja schon eine gewisse Leistungsdichte, oder ein Leistungsniveau, das da angesprochen wird. Von daher, ja, finde ich legitim. Also, ich finde es nicht so groß als Aufruhrthema, sondern eher wirklich eine Chance, das hinzukriegen, mehr Frauen in den Sport zu bekommen. Und wenn das der Schritt ist, um mehr Frauen zum Triathlon zu bekommen, dann finde ich, ist das eine gute Sache. Und kann man nur gutheißen, auf jeden Fall. Ja, und ich finde auch, dass es nicht verkehrt ist, dass dann in dem Sinne Frauen und Männer unterschiedliche Qualifikationssysteme haben. Oder? Nein, also wir haben ja auch in Kona gesehen, wie gut das funktionieren kann, dass die ach so hohe DNF-Quote, die ist absolut ausgeblieben, sondern es wurde durchgezogen. Und ja, also fand ich einen sehr, sehr schönen Beweis, dass sich Frauen ab und zu mal ein bisschen mehr zutrauen dürfen. Ja, jetzt kommen wieder dann die Kritiker, die sagen, da waren ja auch einfach viel zu gute Bedingungen. Aber ja, gut, das kann man haben. Es können immer Top-Bedingungen sein, es können auch schlechte Bedingungen sein. Finde ich auch. Also absolut, wenn man sich das angeguckt hat. Zählt nicht als Argument. Eben, wenn man sich das angeguckt hat, dass fast 98% ins Ziel gekommen sind, bedeutet es einfach schon etwas. Und Bedingungen hin oder her, es war halt kein Wind. Oder wenig Wind, so das kann festgehalten werden. Hitze war trotzdem enorm, haben alle gesagt, was damit reinspielt. Und letztendlich müssen die 226 Kilometer erstmal ins Ziel gebracht werden. Ja. Absolut. Und wenn man sich da, ich weiß gar nicht, was so die DNF-Quote in Hamburg oder in Frankfurt ist, ja, da ist dann zum Beispiel nicht so viel Wind. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass die DNF-Quote auch eher noch drunter liegt, also schlechter ist. Und von daher würde ich da auch nicht alles an Bedingungen ausmachen und eher auch wirklich ein gutes Zeichen dafür, dass das, dass sie sich alle richtig eingeschätzt haben und wie du sagst, dass sich da viel mehr wahrscheinlich das zutrauen könnten, als dass sie es machen. Ja, und genauso sehe ich es für Nizza ehrlich gesagt auch. Ja, ich meine, die ist natürlich eine andere Radstrecke und so, aber ich denke, also gerade die Athletinnen, die in Kona Top 10 gemacht haben oder so, die dürften das auch da gut hinbekommen. Ja, also denke ich auch. Also nur weil es ein anderer Kurs ist, natürlich ist es auch ein anspruchsvoller Kurs mit der Radstrecke. Aber jetzt da zu sagen, dass nur wegen dem Kurs dann so eine höhere DNF-Quote ist, würde ich aktuell auch noch nicht unterschreiben. Ist dann eine andere Sache der Vorbereitung. Also wenn man darauf Bock hat, sich darauf einzulassen, muss man vielleicht die Vorbereitung auch ein bisschen anders angehen. Aber das gerade als Europäerin wäre das ja nicht allzu kompliziert, da auch vorher vielleicht ins Trainingslager einmal hinzufliegen. Richtig. Vielleicht mit Jan Strattmann, der ja auch überlegt, in wärmere Gefilde zu gehen. Ja, nee, würde ich genauso unterschreiben. Und von daher kann man dann nur gespannt sein, was die Entwicklungen bringen für den Sport, wohin sich der Sport entwickelt. Es ist ja eigentlich auch nur ein Teil davon, wie aktuell alle Serien oder auch Veranstalter da reagieren im
Profi oder im großen Age-Group-Bereich eben mit der Ironman-Serie oder auch mit der PTO-Serie, die eben für Altersklassenathleten kommt. Ich glaube, das ist was wirklich viel mehr Athleten noch ansprechen und Athletinnen vor allem ansprechen kann. Und von daher, glaube ich, können wir da ziemlich gespannt sein, was in den nächsten Jahren im Sport so passiert und sich entwickelt. Das sind wir auf jeden Fall. Wir werden es an der Stelle nicht abschließend lösen können. Das ist aber auch gar nicht der Anspruch, sondern nur ein bisschen zu diskutieren. So ist es. Ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf. Wir machen den Deckel drauf. Anna, bist du noch in der Off-Season? Oh, ich bin in irgendeinem Zwischending, glaube ich, gerade. Ich habe am Sonntag das Scrail in Girona mitgemacht als Edition Aquabike, weil ich noch nicht laufen kann. Das ja, war abenteuerlich. Weil du auf der Laufstrecke alle überholen konntest, weil du mit dem Rad unterwegs warst? Ich konnte überhaupt gar niemanden überholen. Ich habe mir per Komoot eine Gravel-Route geplant, anstatt eben zu laufen. Wusste aber nicht, dass die eben doch in großen Teilen auf der Laufstrecke entlang geht und war eigentlich der Meinung, dass sie nicht fahrbar ist mit dem Rad. Das dachte sich Komoot aber anders. Und ja, ich habe sehr viel geschoben, hoch und runter. Oh, war ja. Aber das ist doch gut. Also die Gravel-Passagen, die sind hier auf jeden Fall anders als in Hamburg, das kann ich sagen. Also, ja, aber war ein witziger Tag. Also standesgemäß mit dem Scrail die Off-Season ausgeläutet sozusagen. Das ausgeläutet, wie auch immer, ja. Egal. Sehr cool, das ist schön. Gut, ja, ich befinde mich so ein bisschen auch dazwischen. Ich muss mal gucken, wann ich wieder starte. Aber auch eine ganz coole Phase, finde ich. Also ich genieße es gerade sehr. Ja, wobei... Kann dann aber auch wieder losgehen. Ja, ich merke auch immer wieder, jetzt am Wochenende konnte ich ganz gut trainieren, da war ich Radfahren. Ich merke aber auch immer wieder, dass ich denke, okay, ich müsste jetzt wieder anfangen und dann kommt so ein Schub, dass ich jeden Tag irgendwie Radfahren gehe und dann denke ich mir so, oh, okay, jetzt war... Gucke ich einmal, wie... Reicht dann auch wieder. Gucke ich, wie so der Belastungsinput war und dann denke ich, ach, der Graph sieht doch ganz gut aus, jetzt können wir ihn auch wieder in die Superkompensation fallen lassen. Ja. Dann viel Spaß dabei und genau, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Anna. Ciao. Danke fürs Zuhören. Ciao.